Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Es geht mir besser, also das letzte YouTube-Video hat ja nicht so ein gutes Ende gefunden. Ich habe das auch schon auf Insta gesagt, die es nicht mitbekommen haben. Ja, Medina schreibt auch schon. An die es nicht mitgekriegt haben, ich hatte kein Corona, die Heimquarantäne betraf. Einfach weil wir aus Ägypten eingereist sind, also ja. Mir geht es aber wieder besser, ich habe ein Magen-Darm-Virus einfach gehabt, Freunde. Ich wurde eigentlich auch schon vorgewarnt, ich warne euch aber auch nochmal. Passt einfach auf, was ihr trinkt und was ihr esst. Auch wenn ihr sehr aufpasst, zum Beispiel bei mir war, glaube ich, auch das Problem, Eiswürfel. Also die Eiswürfel sind ja wahrscheinlich auch aus dem Leitungswasser von dort. Oder Salat, wenn ihr Salat isst. Wenn man Salat isst, dann wird es ja auch mit dem Leitungswasser gewaschen. So viel dazu, die Kleine ist jetzt aufgewacht. Und darf ich auch was sagen, weil sonst sagen Leute, ich lasse sie nicht ausreden. Ich muss jetzt voran. Anmelden. Es geht nicht um das Land. Ägypten war wunderschön. Ja, das haben auch einige falsch verstanden. Ja, Ägypten war wunderschön. Wir haben keine Vorwürfe an das Land, sondern eher so... An uns. Genau. Weil uns wohl viele vorgewarnt haben und wir sind ja selber schuld. Wir haben es auf die leichte Schulter genommen, wir sind eh selber schuld und einige haben das auch irgendwie falsch verstanden. Das kann überall passieren. Das kann überall passieren. Also es kann auch in China und in der Türkei passieren. Was einige aber auch falsch verstanden haben, beziehungsweise auch, um ehrlich zu sein, ja, es gab ein paar böse Kommentare auch. Freunde, mit Medina ist nichts. Medina ist gesund. Und weil einige gemeint, es kam, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Nachricht war oder ob ein Kommentar, ein 3 Monate altes Baby gehört zu Hause und nicht in ein fremdes Land. Ja, das Freunde, das ist urfrech. Erstens das, aber ja, das ist ja wieder in seiner Sicht. Wo wir es immer erwähnt haben, dass wir uns selber testen. Genau, wir haben uns selber getestet, wie das ist, mit Baby zu verreisen. Es lief gut. Es lief gut. Und man muss dazu sagen, wir haben uns von Anfang an, seit unser Baby gekommen ist, vorgenommen, uns selber nicht einzuschränken. Und ich finde das sehr wichtig. Natürlich an Mütter, die sich das jetzt nicht trauen, mit dem eigenen Kind. Freunde, jede Mutter weiß es für ihr eigenes Kind am besten. Man muss es respektieren. Ich habe Freundinnen, ich habe eine gute Freundin. Sie ist eine sehr, sehr gute Freundin. Sie traut sich das nicht, mit ihrem Baby zu verreisen. Sie hat jetzt sich dabei nur getraut, in Österreich ein bisschen zu spazieren, aber ins Ausland dabei gar nicht. Ich meine, in die Heimat. Und das ist auch okay. Ich meine, wenn man es sich selber und dem Kind nicht zumutet, dann ist es halt so. Aber ich mute mir es zu, ich vertraue Medina dabei und ich denke mir, wenn ich es nicht mache, dann werde ich es nie wissen. Und ich habe vor, nächstes Jahr, inshallah, so Gott will und so Gott die Pandemie will und alles, möchte ich mit meinem Mann und meinem Kind in meine Heimat nach China fliegen und da ist das Klima auch ganz anders, da ist der Flug ganz anders und ja, sie müssen uns schon darauf einstellen. Ja, so viel dazu, das Thema möchte ich auch hiermit beenden. Hatet einfach nicht Mütter, dass jede Mutter weiß es wirklich für ihr Kind am besten. Mütter, die es anders machen, es ist völlig in Ordnung. Mütter, die es so machen, ist auch in Ordnung. Ja, zu viel dazu. Auf jeden Fall haben wir unsere Wohnung nach dem Urlaub, okay, das erzählt jetzt nicht so krass, aber mal aufgeräumt, geputzt auch, das erste Mal nach dem Urlaub. Heute ist Mittwoch. Hat auch ziemlich gut getan, war dreckiger als gedacht. Ja. Und? Wir haben schon unseren nächsten Urlaub gebucht. Ja, wir haben unseren nächsten Urlaub gebucht, gestern diesmal am Abend. Diesmal 2 Wochen und ratet ja. Mal wohin. Kommentiert mal wohin. Ich könnte wieder raten. Es wird im September passieren, inshallah. Genau, inshallah. So viel dazu zu dem Hate. Wohin geht ihr mit dem Baby? Wir gehen wieder wohin mit dem Baby. wir haben jetzt die Wohnung geputzt. Momo macht sich gerade fertig für die Arbeit. Ich habe mich auch schon ein bisschen fertig gemacht. Ich habe mich jetzt nicht so krass geschminkt, weil es urheiß ist und die Schminke sonst eh verrinnt. Heute ist Mittwoch, das bedeutet, ich gehe zu meinen Eltern. Mein Vater ist zu Hause und ja, ihr werdet ja alles andere sehen. Freunde, ich bin jetzt bei meinen Eltern. Medina schläft gerade, deswegen stehe ich in der Küche bei meinem Vater. Ich war bei Momos Eltern kurz Poststand, die sind noch immer in der Türkei. Dann war ich in der Apotheke kurz für Medina und da war ich noch beim DM. Ich zeige euch noch, was ich geholt habe. Das ist jetzt gerade alles bei Medina und ich will sie von selber aufstehen lassen. Die braucht es echt ein bisschen Schlaf. Und ja, mein Vater kocht gerade. Ich stehe daneben und ich esse mein Eis. Alte Uhr, lange Füße, Mann. Sie ist schon groß geworden. Zeigst du ihr deinen Bizeps?
zeige euch kurz, was ich mir heute geholt habe. Ja, meine Mutter und Medina. Ja, die reden gerade. Und das habe ich mir aus Teddy geholt. Das hat wie viel gekostet? 2,50 für ein Fotoalbum, weil wir Medinas Fotos ausgedruckt haben. Da habe ich mir einen Schnuller für sie geholt. Ja, sie nimmt zwar keinen dabei, aber ich probiere es mal. Ja, die von Mom sollen gut sein, eben wegen dem da. Also ja, beim Zahnen dann. Ich probiere es einfach mal. Und ja, irgendwie schreiten die in letzter Zeit und unten zeigen sich irgendwie Zähne. Deswegen habe ich das mal von der Apotheke geholt, weil sie die ganze Zeit vor Schmerz die ganze Zeit schreit. Aber ja, das habe ich mir auch auf Empfehlung geholt. Mal schauen, also es kann ja nicht schaden, wenn ich jetzt dann später. Das hat mir meine Mutter gekauft, das habe ich nicht gekauft. Das hat, ja, Pampers. Schadet nie. Irgendwie jedes Mal, wenn ich zu ihnen komme, kaufen sie mir das. Aber ja, schadet nicht. Andi ist Trainer geworden. Er macht mit dir Kniebeugen. Und Essen kommt langsam auf den Tisch. Ich glaube, das ist so chinesisches Rinderköfte. Was ist das? Bohnen. Bohnen, Lachs und es kommen noch Speisen. Kann sie es schon? Ja, schon. Das ist sie, gell, diese hochgattige Bewegung. Andi ist ein richtig guter Trainer. Auf jeden Fall, Freunde, das wollte ich euch auch noch zeigen. Das haben wir, also ich habe noch Bilderrahmen, das reflektiert jetzt gerade ein bisschen schlecht, aber ich habe so Bilderrahmen noch gekauft und unsere liebe Fotografin hat uns nämlich unsere Bilder auch ausgedruckt und ich wollte eins meinen Eltern geben, das habe ich auch und ja, die Bilderrahmen habe ich dazu gekauft. Also zeig mal, wie weit ist die Übung jetzt gegangen? Ich zeig mal Fuß. Jetzt steht Medina mittlerweile. Der Familientag ist vorbei. Andi hat mich nach Hause gebracht auch. Die Kleine schläft. Und Wo sind die Räder? Also Andi hat gerade den Kinderwagen rausgestellt. Ich gehe jetzt nach Hause. Es ist, also wie ich gehe nach Hause, weil die Kleine schon schläft. Und ja, ich werde schauen, was ich jetzt noch mache. Vielleicht koche ich Momo was zum Essen. Momo ist von der Arbeit gekommen. Ja, er schaut gerade ein bisschen aus, als ob er versucht, schnell aufzuräumen. Nein, Freunde, wir sind real. Er schaut so aus gerade bei uns. Er schaut einfach so aus, hier ist. Und der Mann gehört sich einfach hier. Dort liegen die Papers und meiner Mutter noch hingefetzt. Er versucht gerade, die Bilder einzuordnen. Malik hat heute sein Fotoalbum gekauft. Ich hab's schon gezeigt, okay. Leute, Wallet 2 Euro. Hey. Bravo. Beim Aufmachen ist kaputt gegangen. Wow. Was erwartest du dir? Was, ich sage, ich kaufe Fotoalbum, es kommt sie. Hauptsache, es behält die Fotos, okay? Auf jeden Fall. Ja. Heute gibt es nicht so ein großes Menü. Es ist ja auch schon 11 Uhr am Abend. Ja. Es gibt einfach eine Suppe. Es ist eine Tomatensuppe mit ein bisschen Käse. Er versucht noch den Restkäse abzukratzen hier. Nein. Ja, Kichererbsen und Brot. Heißt das Kichererbsen? Mhm. Ja, oder? Ja. Oh ja. Also, auf, also bei, in Österreich, weiß ich in Deutschland. Wie heißt es in Deutschland, Freunde? Das gibt man immer in die Suppen rein. Und ja, noch so Süßbübasch. Ja, das gönnen wir uns jetzt. Jetzt bitte, gönnen wir uns. Und dann schlafen. Ja. Mittlerweile befinde ich mich schon im Badezimmer. Ich zeige euch dann meine Abendroutine, was ich immer so mache. Also wirklich tagtäglich. Einmal hier, Freunde. Ich bin zurzeit, verwende ich dieses Waschgel hier, ich bin mega zufrieden. Das verwende ich eigentlich schon seit Jahren. Aber eigentlich, also ich bin auch offen für Neues. Ich mag es aber nicht, mich mit so Wattepads oder generell so Abschminktüchern bin ich nicht so der Fan. Das ist echt nur im Notfall mache ich das nur. Ich will so richtig mein Gesicht waschen dabei. Da fühle ich mich erst richtig sauber und dieses Waschgel brennt halt nicht in den Augen. Aber Hände waschen zuerst, das seht ihr jetzt nicht, aber man weiß ja, wie Händewaschen funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt im Video bemerkt habt. Ich glaube eher nicht. Aber in letzter Zeit ist es ein bisschen anstrengender geworden. Und ich bin auch immer ganz ehrlich.
Sie ist echt ein bisschen anstrengend geworden. Ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen zahnt. Also ich sehe da vorne bei ihr schon die zwei Schneidezähne vorne. Ich sehe die schon sehr gut, also die ist noch nicht durchgebrochen, aber ich sehe die halt ziemlich deutlich. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Eigentlich ist es noch viel zu früh zum Zahnen, aber es kommt mir auf jeden Fall so, weil ich finde keine andere Erklärung. Sie weint sehr viel und ist ziemlich schwer zu beruhigen. Also Bauchschmerzen hat sie jetzt keine mehr, die hatte sie am Anfang ja sehr stark. Andererseits denke ich mir wieder, sie ist ein Baby und weinen ist auch wirklich normal. Aber es ist halt, ich glaube, Mamis verstehen mich, es ist halt echt anstrengend. Es tut einem weh, wenn das Baby weint. Das belastet mich zurzeit ein bisschen. Ist ein bisschen anstrengend. Aber Momo ist da auch eine sehr gute Unterstützung. Also wie gesagt, in der Früh steht er meistens, also ich stille ja in der Nacht und so. Und in der Früh steht er dann auf und diese Stunde Schlaf in der Früh, diese 2 Stunden Schlaf in der Früh, oh mein Gott, an die ganzen Mamis da draußen, probiert das mal aus, gebt euren Männern einfach mal die Kinder und gönnt euch diese 2 Stunden Schlaf in der Früh und boah, das, ihr habt so viel Energie, unglaublich ist das. Ich wasche das mal kurz ab, also die habe ich auch im Urlaub meistens nicht gehabt, weil es schnell gehen muss. Ich werde jetzt noch Zähne putzen und dann zeige ich euch ganz schnell, damit ich das auch hinter mir habe. Ich verwende das hier, das ist ein Gesichtswasser von Balea, ich glaube, das kennt jeder. Damit tue ich da, also das gebe ich dann auf ein Wattepad und streiche mir übers Gesicht und dann kommt noch das hier drauf, also das schmier ich dann immer drauf. Die ganzen Mamis da draußen, vielleicht könnt ihr mir ein bisschen helfen, was kann man gegen Zahnen machen. Ich habe schon so eine Salbe von der Apotheke geholt und auch so Beißringe. Sie kann aber auch nicht so gut nach Sachen greifen, dementsprechend ist es halt ein bisschen schwer mit den Beißringen. Und ja. Das von der Apotheke habe ich heute, also habe ich euch schon gezeigt, probiere ich heute noch, also heute nicht mehr, sie schläft schon, aber die nächsten Tage mal schauen. Daran kann ich sie erkennen, ob es an den Zähnen liegt. Und sonst, das habe ich auch auf Instagram schon gefragt, ich frage das hier auch nochmal. Ich wäre euch sehr dankbar an die ganzen Mamis da draußen, wenn ihr mir so Spielzeuge empfehlen könnt. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber für Motorik-Spielzeuge, also Spielzeuge, die Babys auch fördern. Also ich bin auf der Suche nach solchen Spielzeugen und ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir sowas empfehlen könnt. Diesmal gab es nicht so einen krass spannenden Vlog, sage ich mal. Also wir sind jetzt mal vom Urlaub ein bisschen angekommen. Mir geht es aber schon viel besser, Gott sei Dank. Danke an jeden, der mir gute Besserung gewünscht hat. Das war's aber von diesem Video. Wenn ihr weitere Wünsche habt, also Videovorschläge oder generell, also ich wäre euch sehr dankbar über die Tipps mit den Spielzeugen und alles. Oder generell, wie ich sie fördern kann, sie ist 3 Monate alt, was sie können sollte und so. Also ich liebe sowas. Wir können es dann auch in den Kommentaren austauschen und ja, uns gegenseitig helfen. Und sonst war es von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst dem Video einen Daumen nach oben und wenn nicht, nach unten. Abonnieren nicht vergessen, denn es ist kostenlos. Bis zum nächsten Mal.